So Yo. Spät ist es schon. Aber wer hätte das, also, wer hätte das gedacht, dass das so problematisch ist? Also ich meine schon, ja, also Sindragosa und Maligos, wie schon, denke ich mal, erwähnt worden ist, die sind nicht gerade irgendwie so an Altersschwäche oder so gestorben. Es gab schon mal bessere Zeiten, wie sie ihr Leben gefristet haben. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, wenn man mal darüber nachdenkt, wie krass das geworden ist. Ich meine, ich sehe hier so zum Beispiel noch ihre Erinnerung, ja, Erinnerung an einer verräterischen Schwester. Das heißt, sie hat diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier gerade sehen, nicht überwunden können. Also es ist einfach so eine starke Emotion, dass einfach sie nicht loslassen kann. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier sein müssen, um das irgendwie zu bereinigen, das ist schon wild, wenn man mal so darüber nachdenkt, ne? Dass wir da hier... Wir warten natürlich jetzt erstmal, bis die ganze Scheiße hier respawnt, aber heftig, 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 heftig. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Plot. Und ich bin gespannt, wie der ausgeht. Also ich hoffe mal, wir kriegen am Ende so ein kleines Mini-Cinematic, weil... Müsste ich mal so sagen, also wenn man schon so eine lange Questreihe erledigt, wäre das angemessen, mindestens mal so einen kleinen Mini-Cinematic zu bekommen. Und ich meine nicht die Cinematics, die wir immer kennen, in der krassen Blizzard-Qualität, sondern so ein In-Game-Cinematic, das schönere In-Game-Cinematic, wenn man das so sagen kann. Weil ist durchaus etwas, was wir durchaus hier mal verdienen. Oder auch der blaue Drachenschwamm verdienen würde, also... Finde ich jetzt, ist etwas, das kann man mal endlich kommen. So, da ist sie ja. Sagen sie irgendwas, wenn sie sterben? Das würde mich mal interessieren, ob sie irgendwas sagen. Und so endet der Nexus-Krieg. Okay, that's all. Okay, ich dachte, da kommt ein bisschen vielleicht mal lore-technische Sachen. So, Schwester, du bist eine fucking Bitch oder so, keine Ahnung. Irgendwas Spicyes, aber das war das einzig Spicyes, ist einfach wie sie auf den Boden geklatscht ist. Das ist natürlich nichts, was Interessantes. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, Nefarion. Vielleicht erfahren wir hier durchaus etwas Interessantes. So, wir müssen natürlich ein bisschen in der Nähe bleiben, weil es wird auf der Karte nicht angezeigt, wenn man sie... Ah, da, respawned. So, mal gucken, was sagt ihr? Ah, geil, er wollte einfach erinnern an der Drachenseele. Jo, Bruder. Chill mal. Ich brauche ein Ziel. Ein Exempel statuieren, okay. Es ist ja eine Erinnerung sozusagen an diesen Tag. Also, ich bin gespannt, was beim Lich King passieren wird, weil es sind diese Erinnerungen, die wir da gesehen hatten, die drei Stück. Das heißt, die letzte, die jetzt kommt, ist die vom Lichtkönig. Das heißt, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, oder? Ja, ja, muss. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das jetzt hier die Lichtkönig. Oder nicht? Oder sind wir hier falsch? Erinnerung an einen Meister getötet. Doch, das muss es sein. Das muss es definitiv sein. Wir warten jetzt nur, bis der respawnt. Einfach mal wieder. Ja, der Arthas-Vibe, der lässt nie nach, ne? Da kann man mal sehen, was für ein großartiger Charakter das ist, wenn man selbst nach so vielen Jahren immer noch so ab und zu mal was mit ihm zu tun hat. Ja. Deswegen, die Schande über Blizzard, wie sie, also das werde ich denen wirklich niemals verzeihen. Ich werde denen das wirklich nie verzeihen, wie sie Arthas begraben haben. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, dass sie seine Quest beendet haben oder dass sie ihn komplett haben sterben lassen, also für immer. Aber dass sie ihn so einen dreckigen Abgang beschert haben, das werde ich den Entwicklern wirklich niemals vergeben. Gerade weil es wirklich ein Charakter ist, der wirklich Warcraft 3 zu dem gemacht hat, was er ist. Und auch wirklich erstmal überhaupt so groß geworden ist. Das ist irgendwo auch schon deswegen. Deswegen. Naja. Ich spüre Vergeltung, Sindragosa. Und gehorcht mir. Ja, deswegen, Mann. Deswegen. Wille unterwerfen. Ich glaube nicht. Ihr seid an meinen Willen gebunden. Ach ja. Sehr schön. Wieder ein paar nostalgische Flashbacks, wenn man das so sagen kann. Ich erinnere mich sehr, sehr, sehr wehmütig daran. Eine schöne Zeit war das. So, jetzt weg hier. Und Abfahrt. Bin mal gespannt, was da drin ist. Vielleicht kämpfen wir gleich wirklich, könnte ich mir vorstellen, gegen die Essenzen von Sindragosa und Maligos. Vielleicht, letzten Endes, lassen sie sich nicht irgendwie zur Ruhe beten, sondern sie lassen sich nur noch vernichten. Das ist vielleicht noch das Beste, was wir dem bescheren können. Who the fuck knows that?
Deswegen gucken wir uns da mal an, was jetzt hier gleich passieren wird. So. Wenn das nicht. Die Barriere wird schwächer. Gute Arbeit. Das Chaos in der Gegend legt sich ein wenig. Sagt, welche Erinnerung habt ihr gesehen? Dank eurer Hilfe schwächt sich die Barriere ab. Sie wird jeden Moment kollabieren. Unsere Hauptaufgabe lautet, die Essenzen von Maligos und Syndragosa zu bergen. Irgendetwas ist bei dem Vorhaben, sie zur Ruhe zu beten, schiefgelaufen. Ich habe ein paar Theorien bezüglich ihres gegenwärtigen Zustands. Wir können darüber sprechen, wenn wir hineingehen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. I'm ready. Syndragosa und Maligos sollten in Frieden ruhen. Und doch wächst ihr Zorn mit jedem Moment. Vielleicht wollen sie etwas klären. Sind nicht beide sehr gewaltsam gestorben? Wie die Geister des Kristallsangwalds. Syndragosa und Maligos sind im letzten Moment ihres Todes gestrandet. Und nun erleben sie diese letzten Momente ihrer Leben in einer endlosen Schleife. Vielleicht ist all dieses Chaos ihre einzige Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit zu erregen, damit ihnen jemand zuhört. Ja, possible. Ganz eindeutig. Und wir werden helfen. Holt ihre Essenzen, Champion. Wir bringen sie zurück in die Azur-Archive. Okay, dann nehmen wir sie mal mit. Oh, da steht ja auch sogar wahr. Ihr hört qualvoll und wutentbrannte Schrei aus dieser kleinen Essenz. Die letzten Überreste von Syndragosa befinden sich darin und schreien in der Hoffnung, von ihrem Leib befreit zu werden. Und Maligos? Ihr hört qualvoll, der ehemalige Aspekt der Magie ist weiterhin drin mit seiner Wut gefangen. Okay. Jo, also sehr, sehr wild. Dass eine gnadenvolle Geste sich so auswirken kann. Wir haben wohl alle, die immer noch in Syndragosa Maligos tobende Wut unterschätzt. Ich kann die schmerzerfüllten Schreie der Wut und der Pein dieser Essenzen hören. Ich vermute, das wurde nach dem Versuch ausgelöst, sie zur Ruhe zu beten. Sie waren eine Zeit lang inaktiv, aber die kombinierte Wut von Maligos und Syndragosa hat sich in diesen Phänomenen vereint. Schnell, wir müssen auf dem Weg zu den Azur-Archiven machen und Caligos und Syndragosa darüber informieren. Gemeinsam können wir ihnen vielleicht den Frieden geben, den sie verdient haben. Schnell alle! Vielleicht wissen Caligos und Syndragosa, was jetzt getan werden muss. Gut! Dann teleportieren wir uns mal wieder zurück. Sehr schön, dass Blizzard uns nicht irgendwie fliegen lässt. Finde ich ganz nice, dass sie mal gelernt haben und auch mal hier Portale hier und da gestellt haben. Niemand hat Bock, irgendwie mal von einem Ort zum anderen zu fliegen. Auch wenn man hier das schnelle Fliegen hat. Puh, da sind wir wieder. Euch allen. Ich glaube, wir haben vielleicht eine Antwort. In der Tat. Es ist seltsam, die Überreste der Essenz meines Lebens zu sehen. Ich kann sie nach mir rufen hören. Okay, so. Ich bin froh, dass ihr die Essenzen von Syndragosa Maligos geborgen habt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Versuch, ihre Seelen zur Ruhe zu beten, zu so etwas führen könnte. Ich habe einen Plan, wie wir mit dieser Angelegenheit umgehen. Auch wenn diese recht gefährlich ist. Ja, dann schauen wir uns das nochmal an. Maligos und ich mussten beide einen furchtbar gewaltsamen Tod erleiden. Die Reste unserer Essenzen sind seitdem in einer Endlosschleife gefangen. Sie müssen wiederhergestellt und aus dieser Schleife befreit werden. Dafür benötigen wir eine enorme Menge an konzentrierter Macht. Damit uns das gelingen, müssen wir alle arkane Energie des Azur-Archives nutzen, zusammen mit einem der versammelten blauen Drachen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, diese Geister zu erneuern und ihren Leid ein Ende zu setzen. Und dafür kriegen wir... Danke für alles, dann gucken was wir uns das nochmal an. Oh, jetzt meine Zwischensequenz, endlich. Darauf habe ich ja schon eine Weile gewartet. Okay, sie haben sich jetzt hier alle versammelt und kanalisieren den Strahl. Oh, das ist sogar ein Phasendings, okay. 1 von 3, sprech mit Caligos, okay. Ja, ich bin bereit. Blaue Drachen, fokussiert eure Energie mit meiner. Wir müssen Syndragosa und Maligos von diesem Fluch befreien. Was? Wo bin ich? Maligos! Ihr habt mich zurückgelassen. Ihr, eure Art,
Ihr werdet alle dafür bezahlen. Die Sterblichen werden dafür bezahlen, die Macht der blauen Drachen an sich gerissen zu haben. Okay. Azurangriff. Ich übernehme Maligos. Kümmert euch um Syndragosa. Oh, der Damage ist aber schon knackig. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Hinter euch steht die ganze Macht der Azur-Archive, Champion. Okay, ich weiß gar nicht, was das macht. Halt den Zauber. Ah, okay. Das ist halt für die Heilung wichtig. Ist das mir geworden? Not bad, not bad. Und Zorn? Es tut so weh. Okay, warte, zurückgehalten. Das ist ganz nett, das haben wir ja schon mal ein bisschen geschafft. Wir haben es noch geschafft, sie zu killen, bevor sie überhaupt irgendwas Krasses macht. Ich hätte Neltharion beim ersten Verdacht aufhalten sollen. Es tut mir so leid, dass es so weit gekommen ist. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Der Kampf ist vorbei, Maligos. Kommt zu Sinnen und seid frei! Niemals. Ich kann nicht aufgeben. Okay. Euer Kommen erfreut mich. Es ist angemessen, ins Jenseits zu schicken. Okay, nochmal eine Zwischensequenz. Ah, guck mal! Maligos, seid ihr das wirklich? Mein Schatz. Was ist passiert? Ich glaube, darauf habe ich die Antwort. Sie vereinen sich, ne? Oh, ich verstehe. Mein lieber Caligos. Aspekt des blauen Drachenschwarms. Ich erinnere mich. Es tut mir sehr leid, Caligos. Ihr solltet nicht meine Bürde tragen. Das war keine Bürde, sondern ein strahlendes Vermächtnis, das ich und unser Schwarm fortführen werden. Er ist wohl in guten Händen. Gemeinsam. Für immer. Ihr habt es so weit gebracht, mein Kind. Meine Arbeit ist vorerst getan. Hab Dank, Caligos. Führt sie gut. Hab Dank, meine Dame. Für alles. Yeah, geil. Das war echt cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Die Belohnung ist scheiße, ja. Am Ende dieser langen Questreihe kriegst du halt nur eine Anpassung für ein Anpassungsteil für einen Drachen. And that's it. Aber okay, I take it. Immerhin besser als gar nichts. Dafür eine coole Quest. So, die Geister von Maligos und Syndragosa können endlich ruhen. Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe, Arioche. Aber es gibt noch eine letzte Sache, die erledigt werden muss. Was? Immer noch? Klare Himmel. Okay, warte, erstmal die Anpassung freischalten. Wo denn noch? Ah! Syndragos, was können wir denn für dich tun, mein Boy? Kommt näher. Es erfüllt mein Herz mit Freude, alle wieder vereint zu sehen und Maligos und Syndragosa endlich in Frieden ruhen zu wissen. Es ist an der Zeit, dass ich euch allen ein letztes Geschenk mache. Etwas, das die blauen Drachen schon lange nicht mehr gesehen haben. Das friedliche Dahinscheiden eines der ihren. Was? Meine Zeit ist gekommen, Arioch. Ich hätte schon vor einiger Zeit davonfliegen sollen, aber das war nicht möglich, solange die Meinen in Aufruhr waren. Würdet ihr einem alten Drachen die Ehre erweisen, ihn auf ein letztes Abenteuer zu schicken? No! Syndragosa, nein! Anyway. Nein, Spaß jetzt wirklich. Ey, das ist traurig. Ich meine, wir haben ihn in Legion gerettet. Ich meine, er war schon ein alter Drache. Es ist klar, dass seine Zeit irgendwann kommen wird. Aber es ist voll sad. Ja, ihr müsst nicht gehen, Syndragosa. Ich kann einen Weg finden, euch zu retten. Nutzt
Ich bin mir nicht sicher, dass ihr irgendein uraltes Artefakt finden könnt, das mir 1000 weitere Jahre bescheren oder meine Alterung umkehren kann. Das weiß ich, weil ich selbst mehrere davon gefunden habe. Was glaubt ihr, wie ich so lange überlebt habe? Ich habe meiner Tochter Stellagosas Mutter ihrem Tod etwas versprochen. Ich versprach ihr, mich um Stellagosa und die anderen zu kümmern, bis unser Schwarm zu neuer Stärke gefunden hat. Ich habe vieles getan, um mein Leben künstlich zu verlängern. Ich hätte schon vor einer Ewigkeit das Zeitliche segnen sollen, doch ich konnte meine Brut nicht alleine lassen. Ich muss von nichts gerettet werden, Arioche. Meine Zeit ist schon lange gekommen und nun kann ich das endlich akzeptieren und mich zur Ruhe lege. Oh, noch eine Zwischensequenz. Oh nein. Großvater? Oh, keine Tränen, bitte. Ein so erfülltes Leben wie meines verdient keine Trauer. Es ist nun an euch, die Azur schwingen zu führen. Ihr dürft nicht gehen. Ich bin nicht bereit. Sind wir selten, mein Sternenlicht. Tragt meine Lehren nah am Herzen, dann werde ich euch stets nahe sein. Ja, soll man sagen, ist schon ein bisschen sad. Ich bin bei euch. Xenagos, welch großartiges Geschenk er uns allen gegeben hat. Ich danke euch, Arioche. Ich weiß nicht, ob ich die blauen Drachen ohne euch hätte vereinen können. Und dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Jetzt ist es an mir, voranzugehen und alle anzuführen. Klar. Es ist schwer zu glauben, dass er wirklich fort ist. Was jetzt? Wir stärken die Bande unseres Schwarms, indem wir die feiern, die vor uns kamen. Xenagos, Syndragosa, Maligos, all jene, die wir verloren. Ich lade euch ein, solange ihr wünscht, in den Archiven zu bleiben. Dies ist unsere neue Heimat. Sie ist doch etwas größer als der Nexus. Die Gewölbe scheinen mehr Wissen zu enthalten, das ich noch aufzeichnen sollte. Ich kann euch mit dem Nexus helfen, wenn ihr anfangen möchtet, herzukommen. Ich auch. Ich wette, der alte Maligos hatte seinerzeit ein paar Ideen, damit umzugehen. Wir sollten nur sicherstellen, dass Ceros nie allein im Nexus ist. Azurigos, ich werde mich euch beim Gewölbe anschließen. Auf einige Dinge bin ich sehr neugierig. Bei meinen Studien Gesellschaft zu haben, wäre eine Abwechslung. Ich werde hier sein, wenn jemand von euch mich braucht. Ja, und damit ist so ziemlich schön, die Questreihe zu Ende gegangen. Mit einem schönen Ensemble am Ende, das ist doch mal wenigstens eine Belohnung, die man sich durchaus nehmen lassen kann. Ja, fucking sad. I tell you that. Also, Gott sei Dank mache ich sowas immer ohne Kamera, weil ein paar Männertränen sind dann doch am Ende runtergekullert. Einfach weil ich immer so, was sowas angeht, immer diese schnulzigen Abgänge, ja, kann man so sagen, wie es ist. Und predictable vielleicht auch irgendwo. Nichtsdestotrotz ist es immer das, was mich immer catcht. Gerade wenn es wirklich um Charaktere geht, die wir über lange Zeit irgendwie kennengelernt haben und die dann, ja, sozusagen sterben. Oder in dem Fall sogar sich freiwillig endlich dazu bereit erklärt haben, endlich ihren Frieden zu finden. Das ist immer irgendwie traurig. Ja. Und ja, ich höre einfach auf, bevor ich weiter anfange zu reden. Und vielleicht noch ein paar Tränen runterkullern. Aber ja, Leute, ich sage mal, das war's erstmal wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play WoW Dragonflight. Wir sehen uns
das nächste Mal wieder, sobald Sakharov im LFR vorhanden ist. Dann holen wir uns den dort und ja, gucken uns an, wie der letzte Schritt in dieser ganzen Kapitelstrang von 10.1 aussieht. In dem Sinne, Leute, bis dahin. See ya.